Servus Freunde und schön, dass ihr auch in diese Folge des The Last of Us Remastered Playthroughs reingeklickt habt. Und vielleicht, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, seht ihr, dass ich an exakt der gleichen Stelle weitermache, wie in der letzten Folge ich aufgehört hatte, weil ich das Ganze natürlich in Wirklichkeit am Stück gespielt habe und einfach für euch eine Pause eingelegt habe und dann irgendwann nach ein paar Minuten gesagt habe, ey, ich spiele jetzt noch weiter, weil es ist jetzt viel zu spannend gewesen. Wir sind also mitten beim entscheidenden Stich, könnte man sagen, gegen David, der hier vor uns ist. Und ich bin ganz schön angespannt. Weil der ist halt wie so ein Klicker, ne? Wenn der dich jetzt packt, ist Game Over. Also heißt es eigentlich auch sehr geduldig bleiben. Und abwarten, bis vielleicht er quasi so einen Fehler macht, sich irgendwo hinbegibt, wo ich ihn gut packen kann. Das ist jetzt zum Beispiel doof, weil jetzt ist er genau an der gleichen Stelle wie ich, nur halt auf der anderen Seite. Und ich traue mich jetzt nicht loszugehen geradeaus, weil dann sieht er mich. Also ich muss jetzt warten, bis er die Position wechselt. Ist natürlich jetzt gerade nicht so spannend. Jetzt nicht. Okay, da ist er. Ich schaff's jetzt nicht zu ihm, glaube ich. Dafür ist die Zeit wieder zu knapp. Ich hätte näher dran sein müssen. Ich traue mich nicht, ihn jetzt von hinten zu attackieren. Jawohl! Ich bin froh, dass das jetzt sofort geklappt hat beim ersten Versuch. Und auch bei Joel hören wir die Glocken läuten. Und dieser Abschnitt hier mit dem großen weitläufigen Gebiet und mit der Tankstelle und so, oder was das hier sein soll, das erinnert mich persönlich sehr an den Abschnitt in der Schule. War das eine Schule? Ich glaube ja, bei Teil 2 mit Ellie. Eine Infizierte rennt in der Stadt rum und wir bewachen den Ausgang. Hey, die Kleine ist tödlich und wir wissen nicht, wo sie auftauchen wird. Wir müssen einfach wachsam bleiben. Ja, wo ist der Typ? Genau. Hi! Worauf hast du denn gewartet, Junge? Also irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es zeigen sich erstaunlich viele KI-Schwächen gerade. Ah!
mit dir! Okay. Ich glaube, das waren alle. Oh, hier. Hä? Gut, da steckt ein Pfeil drin. Nehmen wir mit. Gut. Läuft. Läuft gut. Also viel besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können, muss ich sagen. So, dann haben wir noch Ellies Rucksack. Der kommt uns bekannt vor. Lässt natürlich alle inneren Alarmglocken läuten. Das ist höchst widerlich. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Gibt's hier noch was? Nee, hier gibt's nichts mehr. Und raus geht's. Und dann sehen wir doch, wie hier die Steakbar brennt. Showdown. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Wollte er nicht. Gar nicht dein Stil, oder? Du kannst doch betteln. Leck mich! Du kannst nicht? Hä? Ja, dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Ellie! Hör auf! Hör auf! Fass mich nicht an! Super, ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier, hier! Ich bin's. Er wollte mich. Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Und hier endgültig ist das ein richtiges Duo geworden. Leider ist Ellie jetzt erstmal gebrochen.
Und das nagt an ihr. Und das nagt auch an dem Gedanken, wofür sie weiterleben soll. Und das ist auch ein interessanter Gedanke halt eigentlich gewesen. Kann man die Welt überhaupt noch retten? Also selbst wenn wir ein Heilmittel bekommen, ne? Die Menschen sind eh am Arsch. Ne? Und das hat auch David mit seinen Leuten klar bewiesen. Also müssen wir jetzt irgendwie die Hoffnung wieder zurückbringen. Und das passiert eben im letzten Abschnitt. Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Spürst du die Brise? Hm? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja. Klar, das klingt toll. Gott. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Ja. Und trotzdem kann man auch diesen Traum etwas abgewinnen. Und quasi könnte man da irgendwas ableiten, ne? Also Ellie, die Einzige, die auf einmal im Cockpit war und Menschenleben retten könnte. Aber sie ist dazu gar nicht in der Lage. Und das... Sieh dir das an. Könnte man ja auch auf sie und den Cordyceps, der in ihr wächst, münzen. Ich weiß, ist sehr weit hergeholt jetzt irgendwie, aber so eine kleine Analogie macht das Spiel gleich viel besser. Und da haben wir das St. Mary's. Komm schon. Wir sind so nah dran, da wollen wir hin, ins Krankenhaus. Da endet alles. Also das ging jetzt ein bisschen zügiger, als ich erst dachte. Ich habe die Abschnitte jetzt aber auch zuletzt wirklich recht reibungslos hinbekommen. Vielleicht geht es hier durch, ha? Das sieht cool aus hier, guckt euch das an. Richtig gut gemacht. Sehr stimmungsvoll. Fünf fehlen noch. Für die Lauschmodus-Geschichte. So, gibt's hier noch irgendwas Nettes? Glaube nicht. Aber eine Leiter gibt's hier oben. Nehmen wir doch die Leiter. Und auf geht's. Funktioniert aber nur, wenn unser Partner mitmacht. Hat Ellie aber was gegen? Ellie? Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Ellie! Ellie! Warte auf uns!
Wir wollen mit dabei sein. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Was zur Hölle? Soll das ein Scherz sein? Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Ja, der Zoo ist in der Stadt, Leute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Siehst du das? Das ist so schön gemacht, finde ich. Und mit der Musik auch wieder, ne? Ich liebe ja einen guten Soundtrack in einem Spiel. Psst, ganz leise. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist sie hin? Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Komm schon. Beeilung. Na los, na los, na los. Hast? Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Auweia. Ja, dann wollen wir mal, ne, in das wirklich letzte Stückchen der ersten Story sozusagen. Hör zu, du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Dann schauen wir mal, hier kann man noch ein paar Sachen mitnehmen. Zucker. Nur so werde ich regelrecht zum Sugar Daddy. Meine Güte, den Spruch, den wollte ich aber schon lange bringen. So, hier ein russischer Panzer. Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden.
War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Das fand ich auch sehr interessant beim ersten Spielen damals, wie sie jetzt über Joels Verlust sprechen können und so. Das ist einfach, ja, komplett anders als noch vor, keine Ahnung, 10 Spielstunden. Also eben als noch vor ein paar Monaten, als die beiden erst zusammengekommen sind und Joel ja immer alles abgeblockt hat. Und das war ein sehr gutes Beispiel dafür, wie offen er inzwischen ist, Ellie gegenüber. So, und apropos offen, wir sind erstmal offen für ein Upgrade für den Lauschmodus. Und wir haben die Werkzeugstufe Level 5. Oder wie das heißt. Das heißt, wenn wir gleich irgendwo eine Werkbank finden, ich weiß gar nicht, ob das gleich soweit ist, dann können wir nochmal alles raushauen, was möglich ist. Also ich weiß, wann wir auf jeden Fall eine finden, das dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, hier ist auch eine. Ich wollte schon sagen, es müsste noch eine geben. Dann können wir nämlich jetzt schon so gut es geht leveln. Macht ja Sinn. So, und hier war Lappen. Habe ich voll. Hallo. So. Dann gönnen wir uns einfach nochmal ein Medikit. Schaden tut's ja nicht. Dann mal los. Können wir auch nochmal zu Not in Nahkämpfe gehen. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt verbessern wollen oder können. Also erhöhter Schaden für den Flammenwerfer, sehr gut. Ich wollte schon Raketenwerfer sagen. Wäre auch eine coole Sache. Hier machen wir noch panzerbrechend die zweite Stufe rein. Ich habe gar nicht so viele Teile, ne? Ich habe gedacht, ich hätte noch irgendwie ganz viel über. Aber ist gar nicht der Fall. Also nicht mal mehr die 75 hier. Machen wir noch die zweite Magazinkapazität und dann sind wir quasi leer. Das ist nicht schlecht. Und weiter geht's. Uns erwartet jetzt noch ein bisschen Action. Hey, Joel, ich hab was für dich. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Diesmal behält er das. Das Foto. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Boah, sehr gut. 9 Pfeile für den Bogen haben wir inzwischen. Den können wir gleich richtig schön ausnutzen. Einfach ballern, was das Zeug hält quasi. So, hier gab's doch... Ah gut, nur einen Anhänger. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Wahnsinn, ich kann den Pfeil gar nicht mitnehmen. Krass. Ja, bringt jetzt auch nichts, die groß aufzusparen, ne? Aber da ist ein Bloater. Den heben wir uns als letztes auf. Thank you.
Verdammt! So, das läuft jetzt echt gut mit dem Bogen, weil jetzt kann man da richtig leicht schießen. Und ihr kennt mich, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ich kann nicht einfach so quasi fliehen, ohne alle zu töten. Weil ich weiß, im nächsten Abschnitt werde ich dann irgendwie laut sein und dann rücken die nach. Auch mal, hier ist ein Pfeil zerbrochen, schade. Und deswegen versuche ich das gar nicht erst lautlos. Oh, okay. Oh, Scheiße. Da habe ich einen Bloater gegrillt. Ja, dafür ist natürlich hier dieser Flammenwerfer wirklich super gut. Schade, der erste Schuss eigentlich überflüssig, weil leider war er noch gar nicht tot, aber egal. Nützt ja nichts, jetzt die Munition noch ewig aufzusparen. Wir stehen hier echt gut da, haben richtig viele Kugeln. Deswegen können wir jetzt ruhig ein bisschen verschwenderischer sein. Selbst für den, hier, Flammenwerfer. Richtig viel haben wir noch. Ich wollte auch sagen, hier sind doch noch mehr. Oh, okay, sind tatsächlich sehr viele. Stimmt, das sind auch zwei Bloater, glaube ich, ne?
Oh, Junge. Oh, Scheiße. Warum lebt der... Ach, naja, das ist gar kein Klicker mehr, der mir da hinterher läuft. Okay, diesen Move kenne ich noch gar nicht von Joel. Oh, ich mache jetzt hier kurz einen Prozess mit euch. Boah, 6 Schüsse. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das stimmt. Wow, okay, das war krass. Kämpfen und leben. Na, guck mal, und die sind davon dann unberührt. Witzig. Hätten eigentlich auch kommen müssen, ne? Gut, aber die kann ich da jetzt auch in Ruhe vor sich hin vegetieren lassen. Habe ich jetzt keinen Mehrwert. Wow, also ich bin ein bisschen begeistert von mir, weil das jetzt echt gut geklappt hat. Ich meine, ich war auch jetzt verschwenderisch mit der Munition, aber andererseits, ey, ich habe jetzt immer noch 11 Schrotflintenkugeln. Okay, hältst du die Kiste darunter? Kein Ding. Und dafür habe ich den Flammenwerfer, genau für solche Szenen, wo die Gegner blind auf mich zulaufen. Ist natürlich easy peasy dann. Vorsicht da unten! Pass auf hier, das Wasser scheint tief zu sein. Hey, was machen wir, wenn es vorbei ist? Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. So, muss ich da jetzt abtauchen? Ich glaube ja, ne? Ja. Macht Sinn. Ich bin jetzt drüben. Okay, Moment. Bitte schön. Okay, bleib einfach am Rand. Es ist flacher. Also ich muss sagen, wenn mich jetzt nichts komplett überrascht, dann gehe ich tatsächlich davon aus, dass wir hier die vorletzte Episode des gesamten Spiels haben werden. Es ist eisig. Und noch eine versperrte Tür. Oh, kann ich dem schon mal in den Kopf schießen? So. Eine Sorge weniger, ne?
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, vorletzte Folge, weil jetzt ist es echt nicht mehr weit bis zum Krankenhaus. Und im Krankenhaus folgt ja dann, ja, das große Spielfinale. Und ich glaube, das kriegen wir dann alles in der letzten Folge hin. Von daher, so schnell es dann losging, so schnell ging es auch jetzt zu Ende irgendwie. So. Leveln, das ist glaube ich die letzte Gelegenheit, aber ich habe nur 34, also ich kann jetzt nicht wirklich irgendwas, eigentlich auch egal. Sehr schön. Ja, wobei ich glaube, es gibt noch eine letzte versperrte Tür. Jawohl. Ich glaube, das ist die letzte. Kopf runter. Oh, nochmal 50 Teile. Okay, ich habe nichts gesagt. Können wir doch nochmal leveln. Ich will jetzt hier nichts unverbraucht lassen. Schade, hätte ich nicht machen sollen. Dann hätte ich jetzt hier die Möglichkeit gehabt, panzerbrechend zu nehmen. Aber was wir machen können, wäre Reichweitenerhöhung oder, was ich sogar besser finde, hier Reichweite für die Schrotflinte. Oder Magazinkapazität, beides wäre cool gewesen. Ja, das ist gut. Ja, und jetzt kommt noch so ein kleines Rätselchen. Sieh mal! Da ist es! So, da müssen wir hin. Und das heißt natürlich, dass wir für Ellie erstmal schön du wartest das hier. Brett suchen müssen. Ich gehe nirgendwo hin. Aber wie geht das nochmal? Ich komme gerade selber nicht drauf. Da komme ich nicht rüber, ne? Wie, hä? War es irgendwie unterirdisch, oder? Ich schaffe den. Ach ja. Ich habe Joel abgewürgt. Junge, mach hinne. Ich muss da hochkommen. Ja, die Passage erinnert mich schon eher an so frühere Shooter, so à la Half-Life oder so. Da musste man ja auch oft irgendwie auf solchen Lüftungsschächten rumlaufen oder so. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier ist nämlich diese ja, super. Palette. Okay, los, bring ich mit. Okay, auf da. Okay. Schon so halb genervt. Okay, rauf da. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Oh. Upsi Daisy. Aber sehr cool, wie Joel hier jetzt nass ist. Sieht ganz geil aus eigentlich, ne?
Und wenn wir einfach hoch wollen, wäre es natürlich zu einfach. Oh, shit. Was ist passiert? Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Leichtes Spiel. So, nehmen wir die jetzt rüber hier. Und hier runter. Und schon haben wir eine Brücke. Oh, okay. Gute Idee. Natürlich ist das eine gute Idee, hallo? Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Und Leute, ich denke schon die ganze Zeit drüber nach, wo wir jetzt pausieren können. Eigentlich gibt es keine einzige Stelle, die sich jetzt noch anbietet. Ich denke, ich werde das jetzt quasi am Stück durchspielen und werde für euch einfach einen kleinen Break machen. Ich gehe dann nochmal pinkeln und dann könnt ihr euch das ganze Finale vielleicht einfach in der letzten Folge angucken. Okay, na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Weil ich will jetzt nicht so eine super überlange Folge machen. Also ich finde teilweise die 50 bis 60 Minuten, wie ich sie hatte, ist schon wirklich viel. Ich habe eigentlich immer angepeilt so eine Dreiviertelstunde. Manchmal vielleicht zur Not ein bisschen weniger, aber nicht viel mehr. Von daher, ich will jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, 1,20 oder so draus machen. Ich gehe davon aus, dass das... Ja, jetzt noch so eine halbe bis dreiviertel Stunde dauert. Deswegen machen wir jetzt gleich eine Pause, wenn wir uns hier gerettet haben. Luft doch mal! Das ist so ein kleiner Uncharted-Moment, ne? Das hätte auch Nathan Drake sein können hier. Ellie! Oh je, und der Sturz hat Ellie ausgenockt. Und dann treiben wir schnell zu ihr. Und während wir versuchen, schnell zu Ellie zu kommen und sie zu retten und Joel hier einen halben Herzinfarkt erleiden wird, in seiner Sorge, werde ich hier eine Pause einlegen und hoffe, wir sehen uns dann in der letzten Folge nochmal wieder. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und sage mal, ciao, bis zur nächsten und letzten Folge. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon!